Hey ho und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Guild Wars 2, die Legende von Livers Kisan in der Path of Fire Erweiterung. Ach komm, die zwei können wir uns doch auch mal gönnen, wenn wir die schon als Login-Bonus bekommen. Dann haben wir 73 und die Belohnung für Stufe 74, wo wir eine Belohnung sogar... Oh, schön, wir dürfen was aussuchen. Tablett mit Zucchini-Brot, Tablett mit Kirschmandelriegel oder Schmaus mit Pilzpizzas. Okay, ich bin kein Fan von Pilzen auf Pizzas, bin ich ganz offen und ehrlich, aber von Pizzas allgemein, also nehmen wir die Pizzas. Ja, Doppelklick, um den Pizza hinzustellen, mit der er freundschaftlich teilt. Ja, warum nicht, ne? Hier. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann teilen wir unsere Pizzas. So, wir begeben uns heute in die, sind zumindest in Hohlbrack und, machen hier die Geschichte von Apatia und ihrer Befreiung in der als Legende in die große Halle von Hohlbrack bringen. Apatias Befreiung. Ab in die große Halle. Och, was ist denn jetzt los? Urplötzlich aus dem Spiel getappt. So, jetzt nochmal, weil ich musste gucken, ob die es auch richtig noch läuft, die Aufnahme, ne? So, Tür hören. Apatia. Ja. Das wird sie. Dank euch, meine lieben Norn. So. Gott. So viel Gegenstände, die ich einfach mal nicht mehr einlagern kann. Und dadurch jetzt natürlich verkaufen muss. So. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt noch die Möglichkeit? Nein. Schade. Ups. Kleiner Spoiler gewesen. So. Bisschen, ne? So, was brauchen wir denn für die nächste? Oh, ganze 80. Das ist natürlich ein bisschen hart. Ganze 80. Stufe 80, um die nächste geschichtliche Dings zu machen. Aber 80 ist ja auch Höchstlevel. Ne? Also mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß
Achso, ja, klar. Nee. Hier, ich weiß, dass es an sich jetzt ein bisschen doof kommt. Allerdings werde ich jetzt einen kleinen, naja, kleinen, in Anführungszeichen, Cliffhanger hier reinhauen. Werde dementsprechend sozusagen für euch geht's dann gleich an einer ganz anderen Position mit Stufe 80 weiter. Und ich werde jetzt nämlich innerhalb jetzt einen Cliffhanger reinmachen, weil ich habe schon ein paar Stunden aufgenommen und es ist schon 1, 2 Uhr mindestens morgens und ich werde langsam müde. Deswegen werde ich hier jetzt einen Cut machen, werde die nächste Zeit erstmal, ich produziere das ja hier vor, nächste Zeit erstmal bis 80 leveln und werde dann beim 80er wieder hier ansetzen, sodass ihr, ja, sozusagen zwar eine Folge habt, aber aus zwei Zeiträumen. Ne? Also, um es mit Kronks, also Eriks Worten zu sagen, grüßt mir den Zukunft. Ich, ne? Also, nein. Gott. Ich meine mal, das ist bei Erik, also Herrn von und zu Kronk, ist das okay. Aber bei mir, nee, danke. Weil im Grunde ist es Kronk seine Masche mit dem Zukunfts-Ich und Vergangenheits-Ich und so. Das will ich nicht nachmachen. Also, deswegen, ihr bleibt dran. Gleich geht's weiter für euch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns dort auch wieder. Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Beziehungsweise, es ist ja sozusagen der Anschluss an die letzte Aufnahme. Also Hälfte letzte Aufnahme, Hälfte diese Aufnahme. Ja. Es ist, hat sich ein bisschen was getan. Sorry erstmal dafür, dass ich am Freitag keine Folge online stellen konnte, weil ihr habt ja bis jetzt sogar gesehen, es ist noch nicht so ganz fertig geworden, weißt du? Wisst ihr? Und ja, jetzt geht's weiter. Ihr seht, ich bin Level 80. Wächter, Stufe 80. Es hat sich ein bisschen was getan. Ein bisschen. Ausrüstungstechnisch hat sich ein bisschen was getan. Ich gehe mal hier knapp durch. Na, hier ein bisschen etwas. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ich weiß, das sieht scheiße aus. Deswegen habe ich ja hier den Skin drauf. Ne? So. Und wir müssen zum Vor der Dreifaltigkeit, was ja da ist. Gleich mal nach da. Denn die Story geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Die Legende geht weiter. Wie man es auch haben will, ne? In der Meeresenge der Verwüstung. So. Und dann wollen wir mal reparieren, brauche ich nicht. Dann wollen wir mal, wir reiten zu Tuahern, der Tempel des vergessenen Gottes. Schönes Bild. Schön bewaffnet, vor allen Dingen. Zu lang hat Tyria gelitten. Wir versammeln uns nun mit neuem Willen. Saltans Diener bestürmen unsere Heimat. Es ist Zeit, die Schlacht nach Ort zu tragen. Eine Flut wird über Ara hereinbrechen und die Verderbnis fortspülen. Gemeinsam werden wir siegen. Lasst Schiffe segeln!
Lasst Truppen marschieren! Lasst uns siegen! Schön gesagt, Traherne. Auf jeden Fall. Ihr seid ein Anführer geworden, Marshall. Wenn wir diesen Schwung nur halten können, dann haben wir eine Chance. Vielen Dank. Möge euch das Glück hold sein. Freut mich, euch zu sehen. Fangen wir auf ein Wort? Ich weiß, ihr glaubt, Apathia im Stich gelassen zu haben. Aber ich habe schon Ähnliches durchlebt. Und es ist anders. Jede Entscheidung, die ich als Marshal des Pakts treffe, sorgt für Tote. Doch diese Bürde muss ich schultern. Apathia war eine Norm. Und so nahmen wir von ihr Abschied. Sie starb als Heldin. Ihre Legende lebt für immer weiter. Auch wir müssen das. Apathia gab ihr Leben, um Saitan zu besiegen. Um sie zu ehren, sollten wir dies tun. Willkommen, Kommandeur. Hier ist jemand, den ihr treffen solltet. Ich sehe doch gar keinen. Ja. Ja, Traherne. Da hast du ausnahmsweise mal richtig recht. Warte mal, ich habe Logan. Kommandeur, ich habe von einem Kreid, von der Kreidkugel gehört, die ihr entdeckt habt. Ja, egal. Grüße, Marshal Traverne. Wie erwähnt, komme ich, um einen Eid einzulösen. Sehr gut. Sprechen wir mit dem Kommandeur und geben euch einen Auftrag. Ah, Shaiyeh al-Jahid. Oder wie sie auch immer hieß. Heißt es. Danke für eure Geduld, Kommandeur. Erlaubt mir, euch die verehrte Sai al-Rashid vorzustellen. Nicht nötig, wir sind einander bereits bekannt. Im Namen des Bundes der Tethyushäuser grüße ich euch mit Respekt. Ich bin froh, euch wiederzusehen, Sai. Mögen eure Schritte gnadenlos sein. Wie erwähnt, schulde ich Traherne schon lange etwas. Nun hat er mich gerufen, meinen Schwur zu ehren. Späher haben in Or einen sechsten Tempel entdeckt. Den verlorenen Schrein eines gefallenen Gottes. Verborgen unter den Fluten der Straße der Verwünschung. Abaddon, der Menschengott der Geheimnisse, wurde von den anderen Göttern aus Ara verbannt. Sein Name aus den Annalen getilgt. Kaum etwas von ihm blieb. Saitan begehrt etwas aus diesem Tempel. Also müssen wir ihm zuvorkommen. Sae wird euch als Führerin begleiten. Es wird gefährlich. Ihr braucht all euer Geschick, wenn ihr mit mir reist. Ich traf noch nichts, dem ich nicht gewachsen war. Daran entsinne ich mich. Ich freue mich darauf, Kommandeur. Mögen eure Schritte bis dahin gnadenlos sein. Das werden sie. Shai. Das werden sie. Ja, Meeresengel der Verwüstung. Ihr kennt den dann ja schön. Irgendwo kämpft jemand gegen ein großes Monster. Und da sollte ich jetzt auch sein. Ihr seid Soldat. Mit eurer Arbeit habt ihr schon mal gegen sie gekämpft. So. Och, wie niedlich. Das Kind ist ja niedlich. Es muss doch jemanden geben, der mit mir kämpft. Hört sich leicht an. Na los! Ich hab dich auch schon. Na komm, hier. Ich kämpf gegen dich. Ihr hebt euch von der Masse ab. Schön. Sehen wir, wie ihr kämpft. So, bevor wir gleich mal hier das. Bevor wir hier gleich, ne? Zack. Gleich mal ein bisschen zeigen, dass ich auch kämpfen kann. Ja, den Punkt wollte ich nur gerade mal holen. Es geht gleich weiter mit der Hauptstory. Leute, keine Angst. Zack, 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 zack. Ach, da kommt jemand zur Hilfe. Zack, 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 zack. So. hier irgendwas Interessantes? Nebenbei mal so. Nee. Okay, wir wollen jetzt nach. Gott, wo wollen wir hin? Nach da oben. Okay. Da wäre es ja am sinnvollsten, wenn ich da lang reite. Also
also durch das Tor in der Ecke. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier hinten. Gut. So, weil dann, wenn ich hier außen rum reite, müsste es eigentlich funktionieren, dass ich da richtig hinkomme. So. Zack. Hoppala. So. Und nächster Punkt. Halbkreisbucht. So. Na, hier komme ich nicht mehr richtig durch. Schlimm. Schlimm, dieser Leute. So. Hier ist noch nur eine kleine Basis. Also so eine Seitenbasis, sage ich jetzt mal. Ach ja. Ich bin am Überlegen, ob ich wirklich komplett die Story hier mache. Oder, oder stückchenweise. Weil es ist ja nicht nur die Story hier für... So, was haben wir denn da Schönes? Ich will mal gucken, was da ist. Ach, ein Paktleuchtfeuer. Okay. Ja, ich schwimme eine Runde. So. Die Sache ist die. Es ist ja zum einen hier die Hauptstory mal ganz... Ja. Aufmerksamkeit hier hinlegen. Ihr seid witzig. Das ist ja doch sowieso nur Dings. Weiter südlich. Also hier unten. Ach, hier unten. So. Der Tempel des vergessenen Gottes. Oh, das ist mal ein Anblick. Genau. Wow, das ist mal ein Anblick. So, aber bevor ich jetzt weiter nach vorne gehe, würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir diesen Tempel hier ein bisschen erkunden. Und ja, dann hoffentlich auch was Anständiges finden. Also, würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lewoski-san.